Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir Gate 14 Akasha Chronicles vorstellen. Ich werde dir beibringen, was die Akasha Chroniken sind, wie du in die Akasha Chroniken gelangst und am besten dort Informationen aus diesem universellen Weltgedächtnis erlangst. Heute ist es soweit, und zwar Gate 14 Akasha Chronicles ist ab jetzt online, und es ist mir eine große Ehre und Freude, das zu veröffentlichen, denn es gibt zwei Sachen, die mit dieser Frequenz veröffentlicht werden. Einmal ein Zugang zum Weltengedächtnis und auf der anderen Seite eine Technologie, die ich entwickelt habe, die dir hilft, in diesen Bewusstseinszustand zu erlangen. Es gibt sehr viele Menschen, die bieten so Akasha Readings an und oder so Channelings, also mediale Menschen, und die wurden ans EEG geschlossen und dann gingen die in diesen Zustand rein, wo die diese Informationen abrufen, oder Menschen, die Jenseitskontakt haben, weil die greifen ja auch auf nichts anderes als die Akasha-Chronik zu. Und diese Menschen hat man halt am EEG angeschlossen und hat gesehen, was für einen Gehirnwellenzustand haben die. Und was ich getan habe, ist, ich habe versucht, mit einer Frequenztechnologie, das ist ein isochroner Ton mit binauralen Beats, mit pinken Rauschen, mit High-Gamma-Wellen, also genau das, dass man damit mit dieser Kombination dieses Muster erlangt im Gehirn, wie die medialen Menschen das tun, ja, als wenn sie diesen Zugang aufbauen. Und ich habe versucht, mit Hypnose dich in eine Trance zu bringen, eine Frequenz zu entwickeln, die dich in diese tiefen Trance führt, und dann halt diese Frequenz, die sozusagen in dieser Akasha-Chronik ist, wo die Leute dieser Verbindung sind, in dein Gehirn zu simulieren. Das heißt, du hast zwei Sachen. Auf der einen Seite lernst du, in diese Trance zu gehen mit Hypnose, und die Frequenzen werden simuliert, also dein Gehirn überträgt sich in diesen Zustand hinein. Ja, das ist das eine. Es gibt noch ein anderes Video, was ich produziert habe. Das werde ich am Ende dieses Videos noch posten, wo ich sehr detailliert über die Akasha-Chronik spreche. Über alles, was es mit der Akasha-Chronik auf sich hat. Ich möchte mich in diesem Video rein auf die Frequenz beschränken, weil sonst würde es einfach den Rahmen des Videos sprengen. Gut, das heißt, falls du wissen willst, was genau die Akasha-Chronik ist, schau dir einfach das andere Video an. Ich blende es dir eventuell hier in der Infokarte ein. Ja? Gut, also wir haben die Frequenz, die dich dann runterzieht in die Ebene, und dann natürlich mit den aufbauend auf die Gate-Programme, weil es ja Gate 14 ist. Das heißt, du nutzt die ganzen Anker aus den Vor-Gate-Programmen, um dich leichter in diesen Zustand zu versetzen. Übrigens, für die, die das nicht wissen, heute ist genauso auch ein Update erschienen von Gate 5, Gate 6 und Gate 10. Ja? Wurde heute auch abgedatet, nur so als Zwischenbemerkung. Ja? Ja, und dann bist du sozusagen in diesem erweiterten Bewusstseinszustand und hast Zugang. Es gibt noch diese Methode, und zwar eine Generalmethode. Ich habe da sehr viel recherchiert über das Thema, wie mediale Menschen, was für Werkzeuge diese nutzen, um in die Akasha-Chronik zu gelangen, sozusagen, um sich zu verbinden mit dieser Datenbank. Da werde ich gleich darauf eingehen. Noch kurz vorab ein paar Vorteile, was du hast, wenn du lernst, in die Akasha-Chronik zu gelangen. Auf der einen Seite hast du eine Informationsquelle für Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges, dann Erkundung von früheren oder zukünftigen Leben, weil es alles in einer Simulation sich befindet und simultan abläuft, in einer Singularität. Dann dein höheres Selbst kennenzulernen, Gott, den Geistführer und so weiter zu verstehen, zu erleben und zu kommunizieren. Dann Erkennen deiner Lebensaufgabe, deines Seelenplans, Auflösung von Verletzungen, Anschauen von alten Karma, Zugang zu persönlichem Potenzial, seelische Verbindungen erkennen, karmische Verbindungen erkennen und auflösen, falls es notwendig ist, dann Erkennen von schlummernden Talenten, die in dir stecken, und Erkennen von Mustern, die zu bestimmten Handlungen geführt haben, und das Auflösen dieser. Das sind nur ein paar kleine Beispiele, die du machen kannst. Ja, was dir auf jeden Fall hilft, ist, dass wenn du lernst, Energie aufzubauen. Es gibt zwei Menschen, die sich sehr intensiv mit dem Thema Akasha Readings beschäftigt haben. Eine war
Rudolf Steiner und der andere war Edgar Cayce. Edgar Cayce zum Beispiel hat in einem Trance-Zustand so viel aus der Akasha-Chronik gelesen, dass er eine ganze Bibliothek gefüllt hat, also ein ganzes Gebäude komplett voll mit Büchern, die nur aus diesen Readings stammen. Ja. Und jetzt gibt es viele, die sagen, nee, da muss man schon viel meditieren, um sich in diese Zustände zu bringen. Nein, muss man nicht. Es geht nicht darum, also beide, also Edgar Cayce wie Rudolf Steiner, wie Jesus haben gesagt, jeder kann das, jeder kann diesen Zustand erlangen. Es ist nur deine Absicht notwendig und das, was du dafür tust, deine Energieaufwand dahinter. Und das ist gar nicht so schwer, zum Beispiel Akasha-Readings oder es gibt sogar so Seminare, wo man lernt, ein Akasha-Reader zu werden, also wo jeder hingehen kann und eine Woche ein Seminar lernen kann, sich mit seiner Intuition zu verbinden, Energie aufzubauen und so weiter. Und GT14 ist nichts anderes wie ein Werkzeug, was dir genau das, was du in so einem Seminar bekommst, einfach lernt und trainiert. Da gibt es zwei Frequenzen, also einerseits so die Trainingsversion und auf der anderen Seite die Adventure-Version. Ich werde dann gleich darauf eingehen, was die Unterschiede sind. Aber ich gehe jetzt mal in das Thema rein, die Technik an sich. Die Technik geht so, dass du, also ich habe mit vielen medialen Menschen geredet, was für Werkzeuge diese nutzen. Und habe die Gleichnisse verwendet in dieser Hypnose. Auf der einen Seite nutzen sehr viele geistige Helfer, Engel, höheres Selbst und so weiter. Und das wurde eingebaut, dann ist eines der Werkzeuge die Intuition, das Verstärken der Intuition. Und da gibt es eigene Methoden, zum Beispiel Michael Newton Institute hat auch in ihrer Forschung herausgefunden, dass die Intuition das ist, was im Leben between the lives, also im Leben zwischen den Leben, was dir dort die Informationen auch auf dieser Akasha-Chronik Zugang gewährt. Das habe ich angewendet, also Techniken, die dir helfen, deine Intuition zu verbessern. Dann ist es wichtig, deine Energie allgemein zu steigern, also bewusst Energieübungen zu machen, ist auch eingebaut dort und dann deine Schwingung zu erhöhen, deine Schwingungsfrequenz zu erhöhen. Also diejenigen, die Arbeit von Dr. David R. Hawkins kennen, die Bewusstseinstabelle wissen, je höher man in diesen emotionalen Bewusstseinszuständen hineinkommt und höher kommt, desto leichter ist man in einer höheren Schwingung und je höher du schwingst, desto leichter bekommst du aus der höheren Ebene natürlich Zugang. Ja. Dann ist die Generaltechnik basiert auf zwei Sachen. Das heißt, du kommst in die Trance hinein, also die Frequenz führt dich ganz klar in die Trance hinein. Also du wirst, wenn du dir die Demo anhörst, schon nach 20 Minuten merken, wie du in einem anderen Bewusstseinszustand bist. Das ist eben dieser Trance-Zustand, man nennt das somnambularer Zustand, wo du wirklich merkst, okay, ich bin jetzt nicht mehr im menschlichen Bewusstseinszustand drin. Dein Bewusstsein dehnt sich aus. Dann stellst du dir einen Lichttunnel vor und schwebst in diesen Lichttunnel hinein. Dabei kann es sein, dass du deinen Puls spürst und je höher du steigst, desto höher geht deine Schwingung nach oben, deine Energie steigt. Und dann ist es wichtig, dass du dein Bewusstsein wie kalibrierst. Also wenn du zum Beispiel meditierst mit Aurapax und Schlafmaske, dann hörst du ja immer so einen Piepston oder auch im normalen Wachzustand hörst du manchmal so einen Piepston ganz leise, so einen hohen 10.000-20.000 Hertz Bereich ungefähr. Und wenn du das hörst, dann weißt du, weil die Akasha-Chronik ist auch eine Schwingung, eine Datenbank und der Zugang ist über einen Ton. Und du musst dich, wenn du während du in dieses Licht hinaufschwebst, das ist eine Hypnose-Technik, die man oft nutzt für Zugang zu früheren Leben oder so, oder eben Akasha-Chroniken über Hypnose zu indizieren, dann schwebst du in dieses Licht hinauf und du holst dir diesen Ton und versuchst deinen Ton, deine eigene Frequenz mit diesem Ton zu verbinden, dass sich diese zwei Tone, diese zwei Piepstöne miteinander synchron schalten, wie ein Radio, was du ganz fein einstellst, bis es nicht mehr rauscht und dann hörst du es ganz klar und deutlich. Und das machst du mit der Frequenz. Also empfehle ich dir, falls du die Frequenz nutzt, schau dir unbedingt das Nutzungsvideo an. Da gehe ich sehr, sehr detailliert auf Techniken an, die du mit verwenden sollst, um noch leichter diesen Zugang zu erlangen. Ja? Also es kann sein, wenn du dann dich am Anfang verbindest mit der Akasha-Chronik, dass du am Anfang nur Dunkelheit siehst oder nur Licht siehst, dass du vielleicht am Anfang wenig erlebst oder siehst oder wahrnimmst, aber je öfter du in diesen Zustand kommst, desto leichter wirst du mehr Informationen abrufen und später wirst du, am Anfang kann es schon sein, dass du Formen siehst, Farben, Lichter, Symbole, Geräusche, Stimmen, Wahrnehmungen, Visionen und später kann es auch sein, dass es dich direkt in einer Breakthrough-Erfahrung hinkatapultiert und dass du direkt in der Akasha-Chronik landest. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, wo ich eine Erfahrung von mir geteilt habe, wo ich in der Akasha-Chronik war.
und dort eine Erfahrung gemacht habe, wirklich dort zu sein in einer außerkörperlichen Erfahrung. Verlinke ich dir am Ende des Videos. Ja, und so kannst du dann dort die Daten, je öfter du in diesen Zustand kommst, deuten, interpretieren und wirst dann dort dann gelehrt. Ja. Was ist noch wichtig zu sagen? Die zwei Versionen. Es gibt halt die Trainingsversion. Die Trainingsversion verankert prinzipiell die Codewörter. Das heißt, wir trainieren in Gate 14 das Codewort Akasha. Das heißt, du kommst in die Tiefenhypnose, gelangst in die Akasha-Chronik, bist in diesen Zustand 10 Minuten. Und während du in diesem Zustand bist, komme ich dann wieder und verankere dir mit einer Suggestion in der Hypnose, in diesem tiefen Trance-Zustand, das Codewort Akasha mit der Visualisierung in das Licht hinaufschweben, dass du dich damit in diesen Zustand zurückbringst, in dem du dich gerade befindest. Dann kann dein Unterbewusstsein sagen, okay, ich befinde mich gerade in diesem Bewusstseinszustand und jetzt wird das Codewort Akasha verankert mit der Visualisierung, wie ich da hingekommen bin, in dein Unterbewusstsein. Und das wird dann als Suggestion mehrmals abgesprochen. Dann wird das verinnerlicht. Das heißt, du kannst später in der normalen Meditation dir dieses Licht vorstellen, wie du nach oben schwebst, ein paar Mal das Codewort Akasha sagst und dann wirst du ohne Frequenzen, ohne Hypnose selber sehr einfach in diesen Akasha-Reading-Zustand hineinkommen und dann hast du sozusagen deine meditative Medialität aktiviert. Gut, und dann gibt es die Adventure-Version. Die Adventure-Version ist sozusagen ohne dieses Verankern, also wenn du trainierst zuerst mit der Trainingsversion, darum heißt es auch Trainingsversion, so oft bis du dieses Codewort und diese Visualisierung sehr intus hast, dann kannst du später üben mit der, also die normale Version, die dauert 55 Minuten, wo du halt dann am Schluss dann noch deine Suggestionen bekommst und verankerst. Und dann, wenn du diese Suggestionen intus hast, dann wechselst du rüber in die normale Version, wo du, die nennt sich Adventure, wo du dann einfach nur sozusagen 30 Minuten lang deine Induktion hast, dann deinen Zugang, dann deinen Lichttunnel, dann bist du in diesem Zustand und dann bleibst du sozusagen 50 Minuten komplett in diesem Bewusstseinszustand und die Frequenz trainiert dich, in diesem medialen Zustand zu sein. Ja? In diesem Zustand kann es passieren, dass du außerkörperliche Erfahrungen erlebst, dass du übersinnliche Wahrnehmungen hast, Visionen, ich muss euch nur vorwarnen, dass du halt Zugang zu dieser Datenbank bekommst, luzide Zustände erlebst, Trance-Zustände, Geistführerkontakt und so weiter. Also alles, was irgendwie übersinnlich ist, was ein medialer Mensch, der medial arbeitet, dieser Bewusstseinszustand, vor allem die Adventure-Version, wird dich dorthin führen und wird deinen Zustand im Gehirn trainieren, dass du das passiv länger halten kannst. Und dann, wenn du, dein Gehirn ist wie ein Muskel, je öfter du diesen Zustand erlebt hast, desto leichter kannst du auf diesen Zustand zugreifen. Ja? Und wenn du dieses Areal trainiert hast, dann kannst du in der normalen Meditation sehr einfach diesen Zustand wieder reaktivieren und bist sozusagen sehr schnell wieder in diesem Zustand drin. Gut. Ich will gar nicht zu viel um den heißen Brei herumreden, wenn du sagst, okay, Gate 14, das hört sich für dich interessant an, du willst deine eigene Medialität aktivieren, dann hol dir Gate 14, trainiere mit der Trainingsversion, switch rüber in die Adventure-Version, erlebe dann damit das richtige Abenteuer und dann brauchst du gar keine dieser Versionen mehr. Später reicht es nur, deine Augen zuzumachen, dir diesen Lichttunnel vorzustellen, nach oben zu schweben, diesen Piepston zu holen, dich damit zu verbinden mit dieser Chronik, ein paar Mal das Codewort Akasha zu sagen, damit dein Unterbewusstsein sagt, ah, okay, das willst du und dann katapultiert es dich in diesen Zustand und dann kannst du sehr schnell und einfach in der normalen Meditation ein Akasha-Reader werden oder selbst für dich Informationen abrufen. Gut, wenn du sagst, du willst Gate 14 nutzen, dann schau dir am besten jetzt hier seitlich irgendwo die Nutzungsversion an, wo ich dir ganz genau erkläre, wie du es am besten nutzt, dass du das maximale, den maximalen Nutzen für dich dabei herausholst. Also in dem Sinne viel Spaß und viel Freude mit der Akasha Chronicles.